Müdigkeit und ich sage mal Hallihallo, Hallöle und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Im letzten Part hat ja unglücklicherweise bzw. Chessa Vilsa bei Holdo und angedockt quasi, und dass sie halt ein bisschen miteinander redet. Wir sind jetzt mal ein bisschen bei hier, kann man sagen. Das ist ein cooler Hintergrund. Das hatte ich noch nie. Ernsthaft. Ah, ich hasse die Quest eigentlich. Okay, versuch Nummer 2. Right. Geht gut los. Bye. Kein Schild könnt. Gott, ich krieg immer noch einen Psychoschaden. Hat schon hier erledigt. Wow. Hihihihi. Wow. Ah, 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 ah. Komm schon. Du doch was oder ich weg. Ah. Zwei von vier. Da. Oh, na. 2 Minuten. Schaffe ich das? Ja, das schaffe ich schon.
Das schaffe ich aber. Meine Lady schafft das schon irgendwie. Na komm. Kommt ihr Jedis. Zeigt mir eure Wut. Nein, noch. Okay. Oh, fuck it. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass ich das überlebe. Komm schon. Yes! Okay. Und jetzt nur irgendwie überleben. Nein. Scheiße, ich hab's schon ein bisschen gewusst. Ja, warum will ich nicht unbedingt das nochmal probieren will, später. Okay, wo ist Chess? Ach, da. So, ich weiß ja nicht unbedingt, dass das schon eine gute Idee ist, aber man denkt, Webseite, denke ich, mal spontan. Und ja. Die Dings sind auch ja nett. Ach ja, ich erinnere mich. Wie war das Wett? Sieh da, anscheinend müssen wir Nomen Kadoch danken. Der Sith ist gekommen. Ergebt euch, Sith. Die Padawan-Schülerin, die ihr sucht, ist nicht hier. Meister K. hat ihren Plan erkannt und sie davon abgebracht. Das ist nicht euer Tag. Ihr habt eine einfache Padawan-Schülerin erwartet, die ihr besiegen könnt. Und jetzt sind wir hier. Spart euch die Mühe und sagt mir, wo sie ist. Der Sith hat Sinn für Humor. Meister K. hat uns nicht geschickt, um euch zu helfen. Ich bin Uldin und das ist Sylix. Wir sind vollständig ausgebildete Jedi-Ritter und ihr habt keine Chance gegen uns. Ihr solltet euch ergeben. Auch wenn wir noch nie einen Sith getroffen haben, der dies getan hätte. Ihr alle seid so versessen darauf, uns zu töten. Gebt auf und ich erlöse euch schnell. Siehst du, genau wie die anderen. Anscheinend hast du recht, Sylix. Mach dich bereit zum Kampf. Nomen Kar sagte, dass dieser Sith besonders brutal ist. Ich zeige euch, wie brutal ich sein kann. Der Sith greift an! Kämpft! Wenn ich, wow, sterbe. Ah.
perfekte ausgebildete Jedi getan, ne? Ah, das zählt aber nicht. Aber ganz schön zugerichtet. Ups, falsche Richtung. Soweit? Es ist mir eine Ehre. Ich spüre, dass Jessa Wilson kurz davor steht, aufzunehmen. Und Kars verzweifelte Taten belegen das. Unterwirf den Meister und die Schülerin wird ihn retten wollen. Das sehe ich kommen. Ist es schon so weit? Wenn ja, dann... Yay! Yay! Yay, 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 yay. Okay. Tatsächlich, es ist soweit. So. Es ist soweit. Der Final-Fight. Gegen Jessa Wilson. Beziehungsweise erst. Also Meister und dann Jessa Wilson. Entschuldigung. Wie ist es gerade? Muss noch mit der Steuerung noch vertraut. Oh Gott. Das heißt aber auch. Es ist schon ein bisschen schneller, als ich es geahnt hätte. Aber was soll's. Genau. So. Ich sage mal, wir fliegen
direkt in den Fight zu, wenn ich nicht... Ja, doch. Ja, doch, tatsächlich. Wenn ich nicht was Nebenquest technisch zu tun habe, aber ich glaube nicht, wenn ich meine Erinnerung nicht täuscht. Aber ihr kennt ja meine Erinnerung. Treffen den Attentäter. Den Attentäter und eine andere, wo ich den Namen vergessen habe. Spion, genau. Fahrt den Attentäter und der Spion auch in diese Level an. An, genau. Es ist zu leicht. Wo wollen Sie hin? Alle Taxis brechen pünktlich auf. Ich gehe mal hier hin. Keine Sorge. Ich meine, irgendwas noch machen zu müssen. Ach komm schon. Dankeschön. Das ist bestimmt verwirrt. Hä, was macht ein Sith hier? Vielleicht kommt das später. Ich weiß es gar nicht mehr. Manno. Das nervt mich voll gerade. So, ups, ich häng. Oh Gott. Ich kann mich mal wieder nicht dran erinnern. Toll. Ich mach wieder nicht dran leiden. Einmal. Erstmal die Leute terrorisieren und foltern. Was Sif einfach gerne tun, ne? Ich kann mich aber nicht erinnern, was ist das? So. Ich sage mal, ich werde diesen Fight noch heute abschließen. Bin ich überlevelt eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht. Wieso ist so unwissend gerade? So, okay. Okay. Ich bin soweit.
Der Kampf aller Kämpfe. Okay. Sollte eigentlich diesmal klappen. Eure Anwesenheit verrät mir, dass Uldin und Zylix gescheitert sind. Was für eine Schande. Ich hätte wissen müssen, dass man daraus nicht trauen kann. Ich hingegen stehe zu meinem Wort und bin allein gekommen, wie vereinbart. Euer Meister erweist sich als Feigling, indem er euch an seiner Stadt schickt. No, Mensch, das tut mir aber leid. Ich räume immer seine Feinde aus dem Weg. Ihr seid jung, nicht mehr als eine Schülerin. Ich hingegen bin ein echter Jedi-Meister. Na und? Oh Gott. Worauf wollt ihr hinaus? Entgegen eurer Angeberei offenbaren die Taten eures Meisters die Schwächen der dunklen Seite. Und die euren, da ihr ihm gefolgt seid. Ihr seid Baras Spielfigur. Zwar einfallsreich und stark, aber doch nicht mehr als das. Muss eurem Leben ein Ende machen. Ah, na komm doch her, wenn du dich traust, Bitch. Beweis liefern können, den ich brauche, um dem Jedi-Rat die Augen zu öffnen und Barras Netzwerk von Spionen bloßzulegen. Kommt schon, K. Blicken wir dem Tod ins Auge und klären das ein für alle Mal. Okay. Okay. Stufe 12! Verarschen? Wie? Boah, das... Ja, die Macht ist stark in euch. Ich muss tiefer graben. Lasst eurem Zorn freien Lauf. Nur so könnt ihr mich besiegen. Oh, oh. Ein bisschen stärker, aber auch nicht mehr als das. Hey, lass bleib in Ruhe. Okay, zwei. Nein, das kann nicht sein. Ihr müsst fallen. Ihr müsst vor mir niederfallen. Ich falle von niemandem nieder. So. Dritte und hoffentlich auch letzte Runde. Komm schon, komm schon, ja! Meine Wunde ist tödlich, Sif. Zumindest sterbe ich in dem Wissen, dass ihr Jessa niemals finden werdet. Darf Barras hat uns geschickt, falls ihr Hilfe benötigen würdet. Offensichtlich ist das nicht der Fall. Er sagte, Numen Kar soll am Leben gelassen werden. Sollen wir ihn stabilisieren? Nein! Seid verdammt, Barras! Ich will sterben. Dann wird Jessa in Sicherheit sein. Ich bin noch nicht fertig, Kar. Ihr werdet leiden, wie noch niemand gelitten hat. Möge die Macht mich beschützen. Wir retten ihn und ziehen uns dann in ein benachbartes Gemach zurück. Beeilt euch, Männer! Der Jedi wird schwächer! Ja, foltert mich so lange ihr wollt, Sith! Die Schmerzen schüren meinen Hass, meinen Zorn. Ich werde euch töten, euch und euren jämmerlichen Meister! Hört ihr mich? Ihr seid beide tot. Da muss ich kurz einen kleinen Geschichten loslassen. Es ist herrlich zu hören, wie ihr diese vergifteten Gedanken ausspuckt, Jedi. Macht bitte weiter. Die Gefälligkeit ist eine Beleidigung. Ihr seid nicht besser als ich. Lasst mich frei, damit ich euch vernichten kann. Das ist immer noch. Ah! Hey, sie ist hier! Wow, sie sieht ziemlich zornig aus. Also, das war auch mein Ziel, Matt. Oh Gott, ey. Haltet euch zurück und lasst mich das machen. Sith, eure Männer draußen haben
mich vorbeigelassen, also erwartet ihr mich wohl. Beendet eure sadistischen Angriffe auf meinen Meister. Sofort! Jason, nein! Ich habe doch gesagt, dass du dort bleiben sollst. Wie kannst du es wagen, meine Anweisungen zu missachten? Willkommen. Was? So? Ich bin nicht sadistisch wie Remy. Kannst du vergessen? Werdet nun Zeuge der Zerstörung all eurer Hoffnungen und Pläne. Mein Opfer war umsonst. Dummes Kind. Trotz all deiner Macht hast du nichts verstanden. Was habt ihr ihm angetan, Sith? War das schon immer in ihm? Nein, das kann nicht sein. Niemand kann eine solche Finsternis verbergen. Irgendwie habt ihr ihn in den Wahnsinn.